Was geht ab? Ich bin jetzt hier in Berlin am Hauptbahnhof und zwar wurde ich eingeladen von Disney. Star Wars feiert 40-jähriges Jubiläum. Die haben sich was ganz Besonderes ausgedacht. Bei Madame Tussauds Einladung bekommen. Jetzt trete ich an. Ich bin hier in Berlin. Ich freue mich sehr. Vielen, vielen Dank nochmal. Und ich treffe mich in Berlin noch mit dem Marcel Skopjen. Ja, vielleicht vloggen wir. Also vielleicht vlogge ich ihn. Vlogge ich ihn klingt ein bisschen komisch, ne? Aber mache ich vielleicht. Ja, ich begleite ihr kommt einfach mal mit mir heute. Jo Leute, ich bin jetzt hier mit dem Marcel. Wir haben uns jetzt lecker reingegönnt. Döner zum Mitnehmen. Marcel war es natürlich sehr wichtig, dass der Döner Helal ist. Weil mein, sonst isst er das nicht. Richtig, genau. Hast du eigentlich schon einen Plan, so was wir machen? So, ich habe Pipi Langstrumpf dabei. Welche Staffel? Alle. Ja, gut. Ich denke, also das ist so ein Ding, das muss man von Anfang bis Ende gucken. Ja, die erste habe ich nämlich auch neulich mit meiner Freundin halt komplett durchgesuchtet in einem Stück. Und da wollte ich halt auch wissen, wie es weitergeht. Ja. Genau. Okay, super. Aber das war, Pippi Langstrumpf war tatsächlich die erste Frau, in die ich mich verliebt habe. Jetzt kein Spaß. Echt jetzt? Ich war wirklich verliebt in sie. Aber es hatte natürlich mehrere Vorteile, wenn du mit Pippi chillst. Sie hat alle umgehauen. Sie hatte Kohle ohne Ende. Also stimmt, süßigkeitenmäßig war sie am Start, immer wenn die zur Schule gelaufen ist. Tommy und Annika, ne? Ich kenne mich aus. Und da gab es natürlich erstmal immer Süßigkeiten. Warst du also eher so im Gold-Digger-Modus unterwegs und wolltest dir dann die Vorteile daraus ziehen? Ich wollte, genau. So nicht anders. Oh, es ist angenehm. Ich hätte gern ein Mac-Menü. Was möchtest du? Ist nur Pommes. Nur Pommes und einmal nur Pommes. Aber ohne Salz, weil dann kriegst du mal frisch. Merkt euch das, wenn ihr zu McDonald's geht, holt euch immer Pommes und sagt aber ohne Salz, weil dann kriegt ihr frische Pommes. Das sind alles hier Insider-Tipps. Sorry, dass ich jetzt mal kurz hier den schnellen Move auspacken musste. Aber ja, du hast dich nicht an die Geschwindigkeitsvorgabe gehalten. Ich habe gemerkt, 2 km/h mehr. Ja. Ist doch hier alles festgehalten, das geht dann auch. Okay, gut, wenn du jetzt aufhören würdest zu filmen. Okay. Jetzt wird's schon lassen. Okay. Und wir sind jetzt auf dem Weg zu Madame Tussauds und da ist die richtig schöne Veranstaltung. Eine Kollaboration mit Star Wars und oder ist der Marcel dabei? Ja, ich bin auf jeden Fall gespannt, was da passiert. Ich freue mich. Vielen Dank nochmal für die Einladung. Ich kann es nicht oft genug sagen. Keine Ursache, habe ich gerne. Danke. Dankeschön. Also zur Bratpfanne, ne? Also, ja. Bratpfanne war sehr gut. Ja, Mann. War cool. Ich filme euch da, ich nehme euch da mal mit. Das ist der ekligste Spruch. Mein Bruder hat immer früher zu mir gesagt, wenn ich bei ihm geschlafen habe und wir dann so einkaufen gegangen sind, shoppen und so, da habe ich gesagt, ja, immer, ich nehme dich heute mal mit. Du kommst heute mal mit mir. Voll so, wie, als wäre das so ein richtiger Ausflug. Und ich habe das voll gefeiert. Ja. Ich habe immer noch nicht den Dreh raus, wie ich die Kamera wirklich halten soll. Wir können ja mal so einen kleinen... Was basteln? Nein. Was basteln? Bist du so ein Bastler gewesen in der Schule? Ich habe immer Dinosaurier gemalt. Ja, sorry. Ich weiß, das ist nicht so cool. Da hast du jetzt mit einer cooleren Story gerechnet. Nee, ich wollte was mit Basteln hören. Feierabend, was geht ab? Ich gehe erstmal nicht. Toller Song. Leute, danke für 5,6 Millionen Klicks. Und er hat ihn gefickt. Er hat ihn gefangen. Das ist mal direkt schadenfroh. Leute, ich bin hier gerade am Schlendern hier in Berlin und dann sehe ich hier so ein Restaurant, das ist ein Fischrestaurant und da ist einfach mal ein Fenerbahce-Logo. Will dieser Ladenbesitzer sagen, er ist ein Fenerbahce-Fan oder will er sagen, Fenerbahce hat einen Fischkohlegeruch? Man weiß es nicht. Aber sowas machen nur Kanaken. Stell dir vor, ihr seid jetzt irgendwo bei einem deutschen Restaurant und der hat einfach mal eine Eintracht Frankfurt-Flagge drauf. Würdet ihr nicht sehen. Das ist diese Kanaken-Fußball-Leidenschaft. Die feiern das einfach. Und das riecht hier aber nach Cannabis. Alter, hat hier jemand gekifft? Hat hier jemand Drogen konsumiert? Finger weg von Drogen, Leute. Ja, Leute, wir sind hier bei Madame Tussauds. Und wem sehe ich hier? Mein Kollege, der gute Johnny Depp, der ist gerade ein bisschen schüchtern. Ne? Das ist der echte. Das ist jetzt, sieht aus wie was. Weil sie nicht bewegt. Ich könnte jetzt in seiner Nase rumbohren. Guck mal. Ich wette, er bewegt sich nicht, weil er mag das. Boah, ist angenehm. Ja, der ist halt ein bisschen still, ich weiß nicht. Ich habe mit ihm neulich geredet, weil er flucht sich nicht so oft. Das habe ich gehört aus mehreren Connections. Ja, sieht man schon den Schweiß weg so ein bisschen. Ja. Eben. Eklig. Und ich bin auch ein bisschen jetzt ein bisschen verdutzt. Da finde ich nicht cool von dem Joel, da bin ich besseres gewohnt. Ja, mit dem Red Pill habe ich auch noch mal ein Hühnchen zu rupfen. Ne? Der Kollege hier hat die Angelina Jolie als Frau gehabt und hat er missgebaut. Ne? Also Leute, wenn ihr eine Freundin habt, dann bleibt treu. Ich weiß jetzt nicht, was da vorgefallen ist. Ich weiß nicht, ob der Johnny Depp mit der anderen bei Dreharbeiten da bis rumgespielt hat.
auch lustig, weil damals mit Angelina Jolie bei Mr. und Mrs. Smith hat er sich auch so mit der Angelina Jolie kennengelernt. Und dabei auch mit der Jennifer Aniston. Ja, das ist fremd gegangen. Ja, ja. Was sagst du dazu? Also, sagt er wieder nichts natürlich. Nee, der macht ja wieder den Stumm. Ja, unglaublich. Sau. Sau. Wir fangen jetzt mit Elias Mbarek. Was wir davon hält, dass die Infrastruktur gerade in Deutschland schon gut ist, aber ich glaube, der ist ein bisschen nicht 100% zufrieden mit. Erzähl mal. Ich glaube, er grinst schon sehr. Ja, er ist momentan ist er glücklich. Und er ist auch nicht kitzelig. Du kannst ihn kitzeln, er sagt ja gar nichts. Guck mal hier. Mal einen Nippel spielen. Das ist angenehm. Oh Gott. Ja, er riecht auf jeden Fall gut. Ne, mein Lieber? Ah ja, fuck your Goethe, ne? Riechst du die jungen Leute mal wieder was Tolles? Mal ja, fuck und Goethe. Goethe, ja, großer, ne? Zauberflöte. Morgen. Ich bin ja ein großer Fan hier von der Dame, ne? Und ihr wisst ja, wenn ihr Frauen was Gutes tun möchtet, müsst ihr mit Süßigkeiten kommen. Also ich bin mir ziemlich sicher, wenn ich ihr jetzt hier was anbiete, Süßigkeiten technisch, dann werdet ihr auf jeden Fall mit mir kommen. Und dann hier, ich zeig dir mein Laserschwert oder so, mal gucken. Willst du? Ist Helal. Ja, sie vertraut mir nicht, weil sie ist halt sehr auf, sie achtet halt sehr auf Helal. Und sie sagt jetzt hier wegen dem Holz und ja. Ist wirklich Helal, du kannst mir vertrauen. Und dann, Asche, warum du nichts isst, diese Helal-Schokolade? Asche, warum nichts? Hä? Er will nicht. Ja, Leute, komm, ich zeige mal hier mit noch zwei Kollegen hier mal das Darth Maul, ne? Das ist ja Darth Maul. Darth Maul? Warum heißt er Darth Maul, Leute? Das fragen sich viele Leute. Der kann das Maul nicht halten. So, am liebsten würde ich jetzt hier was ins Maul stecken, aber dann würde er sich wieder freuen. Das ist Obi-Wan Kenobi. Das ist der Mann, der erfunden hat Knoblauch. Ne? Wir alle Türken, wir alle Kanaken vergöttern ihn, ne? Weil Knoblaucherfinder. Hat natürlich auch einen Haarschnitt wie ich. Ne? Also ich bin auch style-technisch aus wie er. Mit den Haaren, ich bin natürlich so ernst. Euer Vater. Das hier ist echtes Leder aus Tschechien. Ne? Extra angeflogen. Das haben die extra machen lassen. Ist echt? Das ist echt. Ja? Ist echt. Ja, du kannst dran riechen, riech mal. Ja, das ist super angenehm. Und hier schön mit einem guten Laserschwert. Der gute Skywalker. Ne? Der Luke Skywalker. Das ist ja hier der Sohn von Darth Vader. Wie alt der aber aussieht. Ja, das Ding ist halt, Merkel, wissen viele nicht, Merkel und ich sind ja gut miteinander. Merkel hat mich gefragt, ob ich hier mal Star Wars ausleihen kann. Hat sie gesagt, warum? Hat sie gesagt, ja, ich möchte das meinem Friseur zeigen, damit er auch die Haare hier denselben Schnitt macht. Ist gut gelungen, würde ich sagen. Ist gut gelungen, ne? Ist gut gelungen, ja. Ja, klar. Also, das ist ja auch Merkel, die lässt sich auch nicht lumpen. Die Augen sind so krass, echt, ich heul gleich. Jo Leute, ich bin jetzt hier im Hotel, ihr kennt mich im Unterhemd-Dress, Alter, das ist der geilste Dress, das ist einfach der Kanaken-Dress, so fühlt man sich wohl. Und, ey Leute, ich will jetzt zeigen, was ich hier bei dieser Star Wars Veranstaltung bekommen habe. Ich habe sowas Heftiges bekommen, ne? Star Wars hat einen Zeichner und dieser Zeichner hat was ganz Heftiges gemacht. Ich habe da ein richtig besonderes Geschenk bekommen. Leute, guckt euch das mal an. Ich hoffe, ich will das so gut wie möglich euch jetzt zeigen. Das bin ich mit Darth Vader. Hier steht der Imsen. 40-jähriges Jubiläum von Star Wars. Ey, das ist so krass. Das bin ich. Das ist dein Vater. Also richtig geil. Also hier, guckt euch das an. Hier steht 40 Jahre, besonderen Anlass haben wir ein Geschenk für dich. Wir haben unseren Star Wars Zeichner gebeten, dich mit einer Kultfigur aus dem Star Wars Universum zu zeichnen. Dieses einzigartige Geschenk möchten wir dir hiermit gerne überreichen, da wir wissen, dass du ein riesen Star Wars Fan bist. Leute, da habe ich mich übelst gefreut. Vielen, vielen Dank. Und da gab es hier natürlich noch ein Geschenk, ne? Das ist ein besonderes Geschenk, das hat nicht jeder bekommen. Also, Hammer. Boah, das sieht ja richtig geil aus. Wir haben hier eine Obi-Wan Kenobi-Figur. Obi-Wan Kenobi, aber richtig geil sieht die aus. Sie sieht richtig geil aus. Und hier alles mit diesen 40 Jahre. Also sehr, sehr geil. Dann haben wir hier ein T-Shirt. Auch richtig, ich sehe es nicht komplett, weil das reißt mir jetzt mal auf. Oh, fühlt sich gut an. Das ist hier drauf. Es war einmal in ferner Zukunft. Wow, cool. Das gefällt mir. Guckt euch das an.
Wow, richtig geil. Wow, Leute. Rogue One auf Blu-ray. Hammer. Was haben wir hier noch? Eine Zeitschrift. Wow, geile Bilder. Ich zeig euch das mal. Hier. Ich mag das ja, wie Zeitschriften riechen, ne? Also die riechen immer, wenn sie neu sind, immer sehr, sehr geil. Oh hier, Darth Vader. Geil, hier steht auch dann immer noch was dazu. Ganz cool. Das kann ich, oh, das sieht sehr cool aus. Das kann ich mir morgen, wenn ich mit dem Zug nach Hause fahre, durchlesen. Dann haben wir hier, das ist ein Energy Drink, glaube ich, ne? Ja, geil. Bin nicht so der Energy Drink Fan. Und hier nochmal. Ja, geil, ey. Richtig, richtig cool. Freut mich. Auf jeden Fall vielen, vielen Dank für die Einladung nochmal. Und ja, ich glaube, wir sehen uns morgen früh beim Frühstück. Und ich muss jetzt pennen. Ich gucke noch irgendwie, was im Fernsehen läuft. Oder ansonsten sehen wir uns morgen. Jo, guten Morgen, Leute. Ich bin jetzt hier am Frühstücken. Hier ein bisschen auf Croissants, Marmelade und Latte Macchiato. Ich fahre gleich los nach Hamburg wieder mit dem Zug. Ja, war sehr cool in Berlin. Vielen Dank nochmal für die Einladung. Ich habe mich sehr gefreut. Vielen Dank über das Bild. Da habe ich mich richtig, richtig gefreut. Es war richtig, richtig cool. Ich bin noch leicht müde. Ich frühstücke jetzt und danach vielleicht gibt es auch eine Aufnahme im Zug. Ansonsten danke fürs Zuschauen. Wer Bock hat, kann abonnieren. Checkt die Beschreibung ab. Ciao, meine Zicki.